Ja, also wir haben uns heute hier getroffen in den Ray Barracks in Friedberg. Das ist eine ehemalige US-Kaserne zu einer Jugendübung des Regionalbereichs Frankfurt. Zu den Fakten, wir haben hier heute 6 Jugendgruppen gehabt, die zusammen geübt haben. Insgesamt waren es circa 60 Kinder und 18 Betreuer. Alles wird gut. Moritz! Ja. Wir bringen die erste Person jetzt vor. Ja. Du bist halt geschnitten. Bring die mal. Hast du? Ja, aber Mara hat eine Arbeit, Leute. Keine Arbeit. Natürlich. Das ist so groß. Als Übungsaufgabe oder als Übungslage war dargestellt eine Gasexplosion in einem ehemaligen Burger King. Diese haben wir mit verschiedenen Trümmerteilen ausgestattet, sodass die Kinder quasi etwas schwieriger an die Verletzten rankamen. Ja, als Übungsabschnitte oder als Übungsobjekte hatten wir verschiedene Szenarien dann im Gebäude aufgebaut. Unter anderem verschiedene Kriechgänge mit Paletten, wo die Kinder, Jugendliche quasi Mauerdurchbrüche schaffen mussten, Stahlkonstruktionen beiseite schaffen mussten oder auch durch Nebel, also durch verdunkelte und vernebelte Räume, Trümmerteile fortschieben und Verletzte suchen mussten. Wo ist die Verletztenablage? Da vorne. Da vorne. Da. Hier. Ach du Scheiße. Wieso macht er immer solche Sprünge jetzt? Oben bei der Person noch einer, der sich auf der Toilette hat. Und hoch.